Ja, ich bin hier, weil ich habe ein Projekt mich überlegt für eine Ausstellung Controlled Burn, eine Ausstellung der Langen Foundation. Und das Projekt geht um Robotik und Programmierung. Und ich glaube, ich bin der richtige Ort hier in der Schweiz, um das Projekt umzusetzen. Es geht darum, zwei Roboterarme zu haben, die versuchen, das Feuer wieder zu erfinden, sozusagen. Also aus zwei Steinen, die gegengeschlagen werden und eine Funke irgendwie herzustellen. Warum dass wir wieder in die Kunst gehen, ist auch dem geschuldet, dass wir so waren. Es ist immer eigentlich ein Produkt geschuldet. Das ist der Frank Chemica-Roboter. Irgendwie zieht der Kunst an. Oder umgekehrt. Frank zieht Kunst an oder Kunst zieht Frank an. Und das ist der Grund, dass wir wieder eine Anfrage bekommen haben. Hat aus meiner Sicht einen Zusammenhang mit dem, dass wir eben schon mal beim Olafur Eliasson zum Einsatz kommen, im Kunsthaus Zürich. Da gibt es gewisse Verbindungen zu dem Künstler, der uns jetzt angefragt hat, zum Julien Carrier. Und er war heute zu Besuch, für das zu Sprechen, wo er sich wünscht, und das ist nicht industriell. Industriell hat man immer so Lastenheft, Spezifikationen, dann können wir sagen, wir können es oder können es nicht. Im Fall des Künstlers haben wir schon gelernt aus der Vergangenheit, es ist immer gut, wenn der Künstler hier ist, das kann erleben. Und da haben wir heute extrem viel rausbekommen, und er uns kann sagen, wie er sich das vorstellt, wie sich das so anfühlen soll, ob schon wir noch nicht mehr wissen als vorher, was auch nicht überraschend ist für uns. Wir müssen es eingrenzen aus zeitlichem Aspekt, richtig? Und wir müssen es aus finanziellem Aspekt einschränken. Weil, sagen wir mal, heute haben wir die Idee besprochen, definiert. Und vorher habe ich vielleicht gesagt, wir wissen weniger als vorher. Das ist halt einfach im Kontext, wo wir sind als Industrielle. Da weiss man nach einem Meeting hoffentlich Lasten, Spezifikationen, Newton, Newtonmeter etc. Und heute hat man auch Gefühl und Wahrnehmung mitbekommen. Und das haben wir heute sehr, sehr gut abgleichen können. Und wie dass wir das jetzt umsetzen, ist jetzt wieder technisch. Das heisst, wir müssen die Steine irgendwie an dem Roboterarm können befestigen, dass sie die Schläge mögen verleiden können, dass wir einerseits die Mechanik nicht irgendwie schädigen, aber zweitens so, weil wir eben hochsensitive Roboter haben, mit viel Sensorik dran, sind so Aufschläge von Steinen ergeben immer einen hohen Impact eigentlich. Und der löst eigentlich, eben, weil er ein sicherer Roboter ist, einen Stopp aus. Und das ist das, was wir nicht möchten an einer Ausstellung. Und wir wissen ja, dass es den Impact gibt. Also möchten wir den kontrollieren. Und das machen wir jetzt aus zeitlichem Aspekt, aber auch aus finanziellem Aspekt recht einfach. Einfach mit ein passives Dämpfungselement einbauen. Und heute ist es gekürzt worden. Also wir haben es eigentlich länger gehabt, dass es mehr dämpft. Und der künstlerische Aspekt ist, es sieht aus wie eine lange Hand. Also können wir es noch kürzen. Und jetzt sind wir jetzt auch die Limiten abchecken. Wie viel können wir es kürzen, dass wir nicht Roboter schaden, wie viel können wir es kürzen, dass es dann auch stabil läuft. Aber rein vom Rahmenprogramm her ist es nur eine Aufwandfrage. Also wir können das ohne Probleme umsetzen. Je mehr das er will, je länger diese Sequenzen sollen sein, wo die zwei Roboter zusammen lernen, Funken zu machen oder eben Feuer zu machen, je mehr Aufwand ist es für uns zum Programmieren, weil es halt eben nicht eine schnelle Abfolge soll sein. Es muss nicht eine hohe Taktzeit sein, wie es im industriellen Umfeld ist, sondern es muss eben schön aussehen. Und die subjektiven Aspekte, die er eben jetzt momentan verbal geäußert hat, auch im Roboter zeigen können, müssen umgewandelt werden in Code und in Programm.